Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DuPont Hospital. Ja, machen wir weiter. Wir bilden jemanden aus in Diagnostik, die Usha Lux. Die wird dann, keine Ahnung, wo die arbeiten wird. Ich weiß gar nicht, für was man da gut sein muss. Auf jeden Fall müssen wir uns für die Weiterbildung, um die Weiterbildung kümmern. Wir haben Profit, zu wenig Profit. Ich brauche dringend ein neues Grundstück, damit ich, was braucht man denn? Forschungszimmer, Entleuchtungsklinik, Topferei, Zirkustherapie, Farbtherapie, ich glaube Frakturstation brauchen wir nicht bauen können. Also eigentlich die ganzen 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer brauchen wir. Und das könnten wir theoretisch hier oder hier hinbauen. Aber wir haben nicht genug Geld. Und die sind auch alle am Abkratzen. Also Gesundheit kritisch. Was ist das? Zur Behandlung schicken. Was hat sie denn? Diagnose benötigt. Was ist das mit dem los? Termin Psychiatrie. Wo gehst du hin? Pause. Aber in Kardiologie. Gut. Let's play. Also, ich muss zugeben, Theme Hospital war ein wenig leichter. Und man könnte eigentlich noch einen Krankenpfleger hier hinsetzen, damit das schneller geht. Als zum Beispiel der Verlust. Ja. Aber es braucht mal mehr Einnahmen. Und ich weiß halt nicht, wie man Einnahmen generieren kann. Ach, ist das doof. Aber gut. Vielleicht Übersicht. Profitfaktor. Bilanz. Einnahmen. Kann man das gucken? Gewinn, Verlust. Ich muss, glaube ich, die Preise erhöhen. Jumbo Medical Solutions bietet ab sofort in allen Krankenhäusern eine wundervolle neue Dienstleistung an. Patienten, die ans Bett gefesselt sind, können sich jetzt ihr Lieblingsessen aus jeder Ecke der Welt per Drohne einfliegen lassen. Das nenne ich mal bequem. Tja, sehr schön. Du bist zur Nachwuchsschwester ausgebildet worden. Dann machen wir 17.000. Das muss reichen. Seid mal nicht gierig. Was machst du? Und du kannst in der Kardiologie arbeiten. Und was hast du gelernt? Also Diagnose. Tja. Feuer, nein. Also einlegen, Gehalt prüfen, Jobs, Mitarbeiteranpassung. Ach stimmt, ja, man kann sehr umkleiden. Ja, ich habe schon 1 Kredit von Unnötigkeit her. Ja? Gut, müssen wir uns um die kümmern, die Diagnose benötigt. Worauf, da. Ach Gott, die sterben mir alle weg. So. Wo ist denn die Psychologin? Ha. Die müsste eigentlich. Was sind denn die Ärzte? Was sind meine Ärzte? Wo bist denn du? Mach Pause. Ja, verstehe ich. Das ist völlig zurecht. 147. Ja, Mause. Das ist natürlich schlecht für meinen Ruf, besonders durch die langen Wartezeiten, aber ich habe halt kein Geld. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Wegen was bist du denn unzufrieden? Dann erhöhen wir mal ein bisschen Gehalt. Sein Gehalt. Sehr zufriedener. Was ist denn mit dir?
Ich will nicht den Snackautomaten abchecken, sondern. Glück, was ist mit dir? Gesundheit kritisch. Protokoll. Ich muss mir vielleicht mal Let's Plays von anderen Two-Point Hospital-Spielern anschauen, wie die das schaffen. Ich stelle mich anscheinend viel zu blöd an. Gut. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Hallo, wo ist denn der Krankenpfleger? Für the Pharmacy. Du hast. Ich glaube, Spritze ist hier, also allgemeine Diagnose ist schon ganz gescheit, denke ich. Station, Apotheke. Noch 5 Tage Pause und dann hoffentlich wieder in die Apotheke hüpfen. Ach. Standhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Hält sich fit, die alle. Ihr seid live auf Sendung mit Ricky Hawthorne. Also eigentlich bin ich derjenige, der auf Sendung ist. Ihr hört nur zu. Ja, wir hören fleißig zu. Ich muss, glaube ich, noch einen Kredit aufnehmen. Ja, müssen wir machen, so. Dann, so. Claudette, ja, hallo. So, was sollen wir bauen? Also, eine Entleuchtungsklinik, das wäre ganz nützlich. Das bauen wir auch hier hin. So, freue mich, dass ich auch mal wieder hier sein darf. Ja, was hast du dann eigentlich zu Weihnachten gemacht? Ach ja, das Übliche, ich müsste vom Killer abhauen und dies und das und jenes. Ach, das ist aber doof. Ja, das ist richtig doof. Ich fand es nämlich nicht so toll, aber was soll ich machen? Ein Arzt wird in der Arzt. Das weiß ich auch nicht. Aufpassen. Kann man noch eine Tür bauen? Nein. Gut, Pflanze, damit es schön düftet. Und ein Poster für die Entleuchtungsklinik. Och. Und zu B. Gut, dann Objekt T, Bank. Körper. Dann Bank. 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 Snaggermann. Getränke. Desinfektionspanner. Was? Dreckiges Mundwerk. In die Apotheke. Farbtherapie muss man nach Hause schicken. Dann stellen wir einen weiteren Arzt ein. Charmant. Lustig. Oh ne. So. Jetzt haben wir eine Entleuchtung. Oh Gott. Oh mein Gott. Gut. Sehr schön. Das, fuck. Aber zumindest haben wir eine Entleuchtungsklinik. Das ist ja schon mal was. Oh Gott. Das wird ein Chaos. Neu im Fundbüro. Grüne Socke mit mittelgroß bis großem Loch. Nee, ist dann eigentlich genug? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Was ist mit dir? Du bleibst da drinnen. Das schaffe ich nicht. Ist leider so. Was ist mit
dir. Gerne in die Psychiatrie. Gott, schon wieder ein Todesfall. Ach, Entleuchter. Ja, ich hab dafür kein Geld. Ja, das ist auch nicht so toll. Wahrscheinlich kosten die Heizungen auch Geld und tja. Das ist Kaka. Hier ein guter Rat von Georg Neiderhammel, der uns das folgende Sprichwort zugesandt hat. Wenn du mal scheiterst, dann sei dankbar für Freunde. Denn siehst du sie auch scheitern, geht es dir gleich besser. Wo er recht hat, hat er recht, wisst ihr? Ja. Ja, ja, ja. Ein Patient hat sich geweigert, für seine Diagnostik Arztpraxis 600 Euro zu bezahlen. Vielleicht sind die Preise so. Gut, dann muss man es halt. Diagnostik. Machen wir 10% immer. Notfall Rock'n'Rollitis. Ja. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Hoffentlich ist sie fit genug. Ja, Energie sinkt, aber. Lass mal. Das Gute ist, Psychiatrie. Kann das bis Psychiatrie 5 gehen, oder wie? Sehr schön. Ja, wir brauchen das Geld. Da kommen die Mercuritis-Typen. Kann man nur hoffen. Du gehst da rein. Ja, ich habe schon 2 Kredite, also. Oh, jetzt will die auch noch mehr Geld. Ach, Jesus, Maria und Josef. Ach. Hier muss man nach Hause schicken. Leider, leider. Ich habe kein Geld. Ich kann nicht 2 Kredite aufnehmen. 3 Kredite aufnehmen. Wir können hoffen, dass die geheilt werden. Oh Gott, minus 20.000. Antoniasch Splitter. Was? Nein, wer ist gestorben? Oh nee, also nicht gestorben, aber. Ist ja auch falsch da drin. Ist halt so. Leiden Sie unter gefährlichem Salzmangel? Probieren Sie jetzt Briny Brittle. Den Geschmack des Meeres, jederzeit und überall. 25 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Besuch von Holistics. Nein. Achso. Oh, shit. Ja, dann. Ja. Oh, wir haben ein bisschen was. So, du bist eigentlich für die Apotheke zuständig. Dann musst du doch in die Apotheke rein. Den schick mal heim. Was hast du? Ja, ich weiß, was soll ich denn? Wichtiges trifft ein. Was ist deins?
Diagnose. Dann bist du richtig da. Gehst du hin? In Arztpraxis. Und du machst Pause, oder? Such. Alter, willst du mich verarschen? Da rein. Und was ist deins? Ja gut, da können ja zwei arbeiten. Ich dachte, da können zwei arbeiten. Total nicht. Aber bevor du hier nutzlos rumstehst. Stadthaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Wieder Minus. Das ist so furchtbar. Was bedeutet eigentlich? Ach so. Jobs. Und du hast nur die Psychiatrie. Was machst du? Pause. Achso, habe ich schon angeklickt. Jobs, du darfst nur in die Apotheke. Apotheke. Du darfst nur in die Apotheke. Du darfst nur in der Station arbeiten. Und ihr dürft überall arbeiten. So. Ich habe bis jetzt zwei geheilt. Tja, ist halt so. Ist halt so. Nachwuchsschwester, bereit für Weiterbildung. Bitte besudeln Sie sich nicht im Krankenhaus. Ja, ich besudle mich ja auch gleich mit dem... Oh Gott, ich will nicht nochmal neu anfangen. Das bringen wir mal schnell hinter uns. Oh mein Gott, aber Arbeitgeber des Jahres. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, die Schulden werden immer größer. Radio Two Point. Keine Angst, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sir Nigel Bickleworth ist da, um Sie von Ihren banalen Radioerfahrungen zu befreien. Aber zuerst noch etwas Musik. Tja, er ist gestorben. Ich kann leider... Ja, dann gib mir Geld. Weil wenn ich noch einen Kredit aufnehme, habe ich noch mehr Verlust. Was hat denn der? Geschätzte Heilungschance. Diagnose Sicherheit. Termin in der Apotheke. Und wo ist die Ärztin? Ja. Oh Gott. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Oh, das ist eine Katastrophe. Was mache ich falsch? Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. What do I make wrong? Der ist gestorben. Alles gut, na toll. Für was bin ich denn aus, Wendy? Was heißt das überhaupt? Temperatur. Also, es sollte dir eigentlich warm genug sein. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja, ja, ja. Oh, ich hab Profit. Hätte das gedacht. Ach, das wird einfach grausam. Ich glaube, ich muss nochmal neu starten. Was soll ich denn machen? Menno. Wie kann so ein Spiel einen zu hart sein? Ich verstehe das nicht.
So, schauen wir mal. Kredite. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Ja, habe ich das Geld dafür? Nein. Ach, soll ich wieder einen Neustart machen? Ach, das ist aber eine Katastrophe. Sella Katastrophe. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Ich mein, das ist nicht gut. Weil ich habe zwar Profit, aber bis ich mich wiederholt habe, ich muss, glaube ich, wieder neu starten. Ja, das ist so. Ja. Das ist so. Gut. Ja. Man lernt aus seinen Fehlern. Deshalb muss man es immer wieder neu versuchen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ich Peter Zwegert nicht erreichen konnte, der mir da aus dem Schuldenberg helfen kann. Aber naja, es wäre auch schön, wenn das im wahren Leben so wäre, dass man einfach neu startet. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich muss halt wieder neu anfangen. Das ist natürlich nicht so toll, aber ja, ich hatte halt keinen anderen Ausweg. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr selber das Spiel habt und könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, ja, das brauche ich nämlich dringend. Also vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen. Mua, 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 mua. Ciao.